Guten Tag, Herr Mies. Ich freue mich so, mit Ihnen ein Gespräch jetzt führen zu können. Guten Tag. Nur für die bulgarischen Zuschauer, Sie sind Sozial- und Politikwissenschaftler, haben auch Sozialwissenschaften und internationale Politik, ja, an der Uni Ja. studiert. Ja. Und Sie haben auch mehrere Bücher zu gegenwärtigen wichtigen Themen verfasst und auch herausgegeben. Das ist auch jetzt der Fall mit dem Buch Die schöne neue Welt 2030. Das ist Ja. die bulgarische Ausgabe des Buches. Das ist Oh, zeigen Sie mal, ich kenne die ja noch gar nicht. Ah ja, super. Danke. es steht eigentlich, der Titel ist so wie The Great Reset, weil wir so einen Autor haben, einen bulgarischen Autor, der auch ein Ja. Buch geschrieben hat mit dem Namen Die schöne neue Welt. Aber es geht auch darum, und deswegen war das auch, das wurde besprochen auch. Okay. Und wir können jetzt sofort tief gehen, so anfangen, sagen wir mal. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch sehr ausführlich so die Pläne der Globalisten, auch mit den anderen Autoren, die sich herausgegeben haben, Ja. diese Pläne, die sie durchsetzen so möchten. Wo befinden wir uns jetzt auf dem Weg seit der Erscheinung des Buches? Was ist dann geschehen? Und haben sich auch Ihre Erwartungen so bestätigt? Ja, ich habe eigentlich gar nichts anderes erwartet als die weitere Fortführung dieser gruseligen Entwicklung, die wir jetzt hier haben. Ich habe aber seinerzeit schon befürchtet, dass wenn die korrupten Herrschaftseliten, wenn die mit ihrem Corona-Regime so langsam ans Ende kommen, denn sowas kann man ja nicht endlos ausdehnen, dann werden sie die Kriegskarte in der Ukraine ziehen. Das hat sich genauso realisiert, nur auf eine andere Art und Weise, als ich es erwartet habe. Ich habe ja ebenso, aber auch wie die russische Führung, ja eine Intervention der Kiewer Regierung in die Ostprovinzen erwartet, also einen Überfall auf die mehrheitlich russische Bevölkerung dort oder russischsprachige oder kulturell verwurzelte Bevölkerung dort. Und das alles ist ja auch systematisch vorbereitet worden von dem sogenannten friedliebenden Westen, der ja nichts anderes ist als eine gigantische Kriegsführungsmaschine, wie wir ja seit dem Überfall der USA und der sogenannten Willigen auf den gesamten Nahen und Mittleren Osten nun leider feststellen mussten. Also diese ganze Lügenmaschine und diese idiotischen Medien, die also da dranhängen als aufgekaufte Konzernmedien, sorgen ja dafür, dass dieser ganze Irrsinn immer weitergeht. Und wenn bestimmte Institutionen und Schlüsselfiguren nicht mehr da wären, bin ich davon überzeugt, dann hätten wir nicht diese gruseligen und grauenhaften Zustände, wie wir sie aktuell haben. Ich will damit nicht irgendwie jetzt die Intervention Russlands in die Ukraine rechtfertigen. Ich sage nur, auch wenn wir das jetzt alles in dem letzten Buch noch gar nicht behandelt haben, dieser ganze Ukraine-Konflikt hat eine ganz massive Vorgeschichte, die geht bis spätestens in die, oder min, Entschuldigung, bis mindestens in die 1900 und Mitte der 1990er Jahre zurück, als also in den USA beschlossen wurde, die NATO in Richtung Osten auszuweiten, die EU in Richtung Osten auszuweiten, im Grunde genommen hier als neoimperialistische Supermacht zu fungieren. Und was ist aus Ihrer Sicht die Rolle Russlands in dem globalen tiefen Staat, den Sie beschreiben? Ja, ich begreife ja eigentlich eher den globalen tiefen Staat als ein westliches Konglomerat. Ich sehe nicht, dass Russland integraler Teil dieses globalen tiefen Staates ist. Ich denke, dass dieser globale tiefe Staat auf jeden Fall geführt wird
von den US-amerikanischen Akteuren und die westlichen Anhängsel oder Vasallenstaaten unterwerfen sich also hemmungslos und auf eine armselige und geschichtsvergessene Art und Weise. Und das ist eigentlich das wirklich Schreckliche, was wir jetzt hier erleben. Und kann auch der Krieg irgendwie als eine Fortsetzung von dem Abbau der Mittelschicht betrachtet werden? Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Auf jeden Fall ist ja integrales Konzept der Globalisten die Zerstörung des Klein- und Mittelstandes. Denn die wertvollen Assets, die übrig bleiben, die Kleinen lassen sie sowieso krepieren oder die sollen weg nach ihrer Vorstellung. Und der verwertbare Teil des Mittelstandes, den sie also noch nicht ökonomisch massakriert haben, der soll ja dann irgendwo in monopolkapitalistischen Strukturen aufgehen, egal ob das jetzt bei Google ist oder in den digitalen Komplex oder in den Finanzkomplex, auf jeden Fall in größere Kapitalkonzentrationseinheiten. Nicht? Das ist ja das auch eines dieser ganzen Ziele, Demokratie und Ökonomie zu ruinieren. Und das ist eigentlich ja auch das Hauptmotiv dieser ganzen Corona-Nummer. Wer also immer noch glaubt, die seien so besorgt um die Volksgesundheiten, dem kann man einfach gar nicht mehr helfen. Ja, und sollte eigentlich nach über 2 Jahren Corona-Regime eigentlich klar sein. Die treiben ja jetzt wieder eine neue Sau durchs Dorf, da diese Pockennummer, diese Affenpockennummer. Fragt sich nur, wer die Affen sind, ja? Ja, wer sind die? Ob das die Menschen sind oder? Also ich habe ja eher den Eindruck, dass die wollen aus den Menschen Affen machen, nicht? Also die herrschenden Cliquen betrachten uns offenbar auch irgendwie als eine Subspezies, die gar nichts zu sagen hat, und da wollen sie uns in den Staub treten. Nicht? Also ob jetzt diese Sache mit dem Affenpockenvirus, ob die jetzt auch noch eine zusätzliche subkutane Propagandaveranstaltung ist, um den Menschen zum Affen zu machen, weiß ich nicht. Aber sie versuchen alles Mögliche, um die Menschen in irgendeiner Weise zu unterdrücken, um ihnen die Ehre abzuschneiden, um ihnen im Grunde genommen ein lebenswertes Leben in einer humanistisch orientierten Gesellschaft zu verunmöglichen. Und meine Bekannte, die Catherine Austin Fitz, die sagt ja, es ist ein kriminelles Syndikat, was da die Geschicke der Welt maßgeblich bestimmt. Ich sehe das genauso. Ich sage nur, ich setze noch eins drauf, es ist ein superkriminelles, perverses Syndikat, das sich aus einer ganzen Vielzahl von Komponenten zusammensetzt. Und ich habe ja auch gesagt, oder andere haben das ja auch gesagt, das sind die maßgeblichen Treiber des Global Deep State, die zum Teil ja sichtbar sind für die Öffentlichkeit, aber die in ihrem niederträchtigen Treiben zu weiten Teilen nicht sichtbar sind, beziehungsweise ihre Taten sind nicht sichtbar, weil sie ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit sich vollziehen und oftmals ja auch in geheim bewährten Räumen, nicht, des Staatsterrorismus. Ja. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass die Vogelgrippe und die Schweinegrippe so mutmaßlich auch eine Vorbereitung drauf war. Absolut, ja klar. Und da haben sie ja alle möglichen Testläufe gemacht und da haben sie es versucht schon. Und mit der Corona-Nummer, da haben sie ja aus allen Propagandarohren geschossen und haben die Menschen fast in den Wahnsinn getrieben. Dann haben sie diese Lockdowns durchgesetzt und so weiter. Die Lockdowns haben ja überhaupt gar nichts mit irgendeiner Form des Gesundheitsschutzes zu tun. Null, absolut gar nichts.
Es ist reine Propaganda, um den kleinen und Mittelstand kaputt zu machen. Das war das Ziel, um die finanziellen Ressourcen, die der kleine und Mittelstand noch hatte, aufzuzehren und in die Finanzindustrie zu überführen und dann, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, letztendlich die ökonomischen Assets, die in irgendeiner Weise Mehrwert produzieren, dann in die monopolkapitalistischen Strukturen zu übernehmen. Und jetzt wahrscheinlich kann auch der Affenpocken als eine Fortsetzung davon auch betrachtet werden. Ja, wenn Sie damit erfolgreich sind. Aber ich bin ja was, also die geistigen Fähigkeiten der breiten Bevölkerung anbelangt, also bin ich ja sehr, sehr skeptisch. Für mich ist es einfach nur noch grotesk und lächerlich. Ich finde es einfach nur noch strohdoof und grotesk. Mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich da jetzt drüber lachen oder heulen soll. Aber wenn Sie mit dieser Affenpockennummer durchkommen, dann ist die Menschheit verloren. Ja, so sind wir am Rande gekommen. Irgendwie mit diesem Ja, sie versuchen, diese herrschenden Eliten, diese Scheineliten, dieses kriminelle Syndikat, des Deep State in Verbindung mit korrupten Regierungen, die können ja nicht mehr zurück. Die haben solche gigantischen Billionenschäden angerichtet. Sie haben Menschen in die Verzweiflung getrieben. Sie machen das weiter, sie versuchen das weiter. Und dazu dient ihnen jetzt diese Affenpockennummer. Sie versuchen immer weiter. Sie können nicht mehr zurück. Denn wenn die ganzen Verbrechen, die sie jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre, allein ich rede nur von den letzten 2 Jahren, begangen haben, das geht ja hier einen Bürgerkrieg, den man noch nie gesehen hat. Wenn der breiten Bevölkerung aufgehen würde, was da gelaufen ist. Und ich meine, sofern das jemals in der Zukunft geschehen sollte, dass die Strategiepapiere in den Staatskanzleien und in den Innenministerien, insbesondere diese neuen Gestapo-Ministerien, wenn das jemals an die Öffentlichkeit kommen sollte, dann gibt es kein Halten mehr. Davon bin ich absolut überzeugt und das wissen die ganz genau. Also die müssen natürlich auch aufpassen und die haben auch Angst vor Volksaufständen, das ist auch klar. Deshalb greifen die ja auch schon immer im Vorfeld an und zersetzen alle Bewegungen. Ne, mit geheimdienstlichen Mitteln, mit geheimdienstlichen Strukturen und so weiter. Und da haben sie sicherlich also aus den Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten von Kolonialherrschaft und Staatsterrorismus gelernt. Ne? Und die hochdiversifiziert arbeitenden psychologischen Operateure, die wissen ja genau, was sie tun. Wäre der Aufstand dann wirklich so die einzige Option, weil so sogar Klaus Schwab beschreibt in seinem Buch The Great Reset, dass sie Angst vor einer Revolution haben. Wahrscheinlich ist das wirklich. Deshalb haben die ja die ganze Nummer mit Corona durchgezogen. Im Grunde genommen war diese sogenannte westliche Welt mit ihrem Katastrophenkapitalismus, ja, ich habe das mal in einem Vorwort von dem Buch von dem Florus Reinig geschrieben, der diesen ganzen Irrsinn zusammengetragen hat. Im Grunde genommen waren diese Katastrophenkapitalisten und ihre Regierungen ja Ende 2019, die waren ja schon fertig im Grunde genommen. Und ich habe ja auch in meinem eigenen Beitrag in dem Buch kurz erwähnt, die US-amerikanische Medien- und Propagandaagentur Edelmann, die macht jedes Jahr, macht die einen Trust-Barometer, also einen Vertrauensbarometer und ist oder kommt von Jahr zu Jahr eigentlich zu immer verheerenderen Werten, was die Glaubwürdigkeit von Regierungen, Medien, NGOs und Konzernen oder deren Führungen anbelangt. Und das lassen die Herrschenden sich nicht gefallen, ne? Dass man ihnen das Vertrauen und den Glauben entzieht. Davor haben die Angst und davor müssen die auch Angst haben. Und dann haben die Corona-Sau rausgelassen.
weil sie gesagt haben, oh, wir müssen jetzt aber ganz schnell aktiv werden, denn sonst weiten sich die Volksaufstände, die sich ja in Frankreich ankündigten mit den Gelbwesten und wo immer Zehntausende von Menschen auf der Straße waren, permanent und auch gegen andere schmutzige Sicherheitsgesetze der Macron-Regierung auf die Straße gegangen sind, die hatten mittlerweile Angst, dass ihnen das ganze System platzt. Und dann haben die diese Angstnummer mit Corona rausgeholt. Also das war eine Beschleunigung, damit die Menschen schneller eingesperrt werden. Ja, also sie brauchten die Menschen eigentlich gar nicht mehr einzusperren im physischen Sinne, sondern das ist eine psychologische Operation und die Menschen sperren sich dann selber ein. Also mit dem Distanzregime und ihr dürft nicht mehr rausgehen und ihr müsst alle schön zu Hause bleiben, weil ihr müsst ja solidarisch sein mit den anderen Idioten. Ja? Das hat hier in Bulgarien nicht so funktioniert und die Menschen so tragen so keine Masken und so weiter. Aber ja, wenn Bulgaren auch aus Ausland kommen, in den meisten Fällen sind sie mit den Masken am Anfang. Und sie verstehen gar Deutschland, nicht. Ja. Und Deutschland ist am schlimmsten. Das ist das krankeste und idiotischste Volk, was man sich mittlerweile in Europa vorstellen kann. Also das ist unglaublich. Ich meine, ich habe ja eine ziemlich freche Schnauze, aber man kann das natürlich auch etwas diversifizierter ausdrücken. Man könnte sagen, und das glaube ich ist auch die große Tragik Deutschlands, das ist ein traumatisiertes Volk. Ein absolut traumatisiertes Volk. Und nur mit einem traumatisierten Volk können die herrschenden Verbrechereliten derartige Erfolge erzielen im Sinne von psychologischer Operation und freiwilliger Unterdrückung, die man sich selbst dann auferlegt, nicht? Weil man muss ja solidarisch sein und man muss ja ein guter Mensch sein und wenn man ein guter Mensch ist, dann geht man nicht mehr raus und steckt andere nicht mehr an und so weiter, nicht? Also da muss man ja schon einen schweren Dachschaden haben, um die Welt so zu sehen, ja? Es gab diese Propaganda. Die Grundlage dafür ist eben eine tiefen Traumatisierung, die ich weiß nicht, wie weit eigentlich zurückgeht in Deutschland, ob die bis in den 30-jährigen Krieg zurückreicht oder vielleicht auch noch weiter. Ich kann es nicht genau sagen haben. Aber sicherlich ist dieses Deutschland und ist diese deutsche Bevölkerung traumatisiert, tiefentraumatisiert über die unterschiedlichsten Formen des Krieges oder der vielen Kriege, der schrecklichen Führungen, die sie gehabt haben und wollen irgendwie gut sein, sind ja keine bösen Menschen. Die Mehrheit sind ja keine bösen Menschen. Da muss man ja ganz klar sagen, bösartig und widerwärtig ist eine kleine sogenannte Elite. Das war keine Elite, das ist der Abschaum der Menschheit, der sich nach oben gearbeitet hat. Psychopathen sind das. Und in jedem Volk gibt es, sagen jedenfalls Psychologen, die da weitaus mehr von verstehen als ich, in jedem Volk gibt es ungefähr 5-7 oder wie viel Prozent Idioten und Psychopathen, Wahnsinnige, vollkommen empathiefreie Menschen, die aber die Fähigkeit haben, mit ihren kranken Hirnen andere nicht nur zu infizieren, sondern auch den Willen haben zur Macht. Den Willen haben zur Macht. Und ich sage immer, die breite Bevölkerung, auch jetzt die unterdrückte Corona-Maskenbevölkerung, die kann gar nicht so verbrecherisch und verkommen denken, wie die herrschenden Eliten handeln. Denen fehlt die Fantasie dafür, das geht gar nicht. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sind 50, 60, 70 oder vielleicht auch 80 Jahre alt. Und wie schnell das geht, das kann man sich ja selber gar nicht vorstellen. Ich bin jetzt über 70. Ich drehe mich zweimal, da bin ich schon wieder 10 Jahre älter. Also diese Schnelligkeit ist ja auch unfassbar eigentlich. Und man sagt auch, Deutschland ist ein verbranntes Kind, ja. Das ist so. Deutschland ist ein verbranntes Kind und wird jetzt final abgeräumt. Und ich bin auch mittlerweile davon überzeugt, dass der Preis der sogenannten deutschen Vereinigung, ne, 89, 90, dass der Preis die heutige Vernichtung Deutschlands ist. Ich bin überhaupt kein Chauvinist, ich bin auch kein Nationalist und ich bin eigentlich auch noch nicht mal so ein Patriot, denn die Mehrzeit meines Lebens habe ich ja im Ausland gelebt. Ich gucke nur mehr von draußen
auf dieses Land. Und sie, es ist erschütternd eigentlich. Und wenn man, Niederlande, ja? Bitte? Sie sind in Niederlande jetzt. Ja, ja. Also sagen wir mal so, das Land ist ja auch genauso verstrahlt wie Deutschland, nur von der politischen Führung. Nur die niederländische Bevölkerung ist nicht so verbissen. Die Deutschen sind so ein verbissenes Volk. Wissen Sie, die wollen ja alles super gut machen. Ne? Und unter Hitler hat man ja auch vieles dann super gut gemacht und ist dann in der absoluten Katastrophe gelandet. Also der Wahn zur Perfektionierung, der kann sich ja auch auf die schlimmsten Formen politischer Herrschaft auswirken. Und das haben wir ja auch. Ja, alles soll perfekt gemacht werden und dann auch die Planung und die Realisierung des eigenen Untergangs, die wird dann auch noch generalstabsmäßig in Szene gesetzt. Und da sind wir heute bei. Ich möchte mal wissen, wo Deutschland oder auch Europa in 5 Jahren ist. Das wird ein einziger Schrotthaufen. Ich habe da große, große Befürchtungen. Ich bin von Angst wirklich nicht getrieben, aber ich habe da sehr, sehr, sehr große Sorgen. Ne? Ja. Und kann die Politik gar nichts mehr tun? Ich meine, wird alles nur mit diesem Green Deal zerstört und so weiter vorangetrieben? Nein, aber sehen Sie mal, wer hat denn die Grundlagen für diesen exzessiven Reichtum gelegt? Die Täter, die administrativen Täter saßen in der Politik, die haben dafür gesorgt, dass jetzt hier im sogenannten Freien Westen, ausgehend eben von der Macht der USA, die Steuern immer weiter gesenkt wurden oder die Reichen und Superreichen gar keine Steuern bezahlt haben. In Deutschland war früher der Steuersatz der Kapitalertragssteuer 51% für große Kapitalgesellschaften oder für Kapitalgesellschaften, also Aktiengesellschaften als Beispiel, und ist heute, ich glaube, unter 15%. Da sieht man dann, mit welcher Systematik die Politik eigentlich die Reichtumsumverteilung innerhalb der Gesellschaft befördert hat. Und je mehr Reiche und Superreiche sie haben, ist doch völlig klar, die münzen ihre ökonomische Macht dann in politische Macht um. Und so kommt letztendlich diese Ausuferung ökonomischer Macht in Sonderheit der USA wieder zurück und fällt dieser verrotteten Politik auf die Füße. Und das ist im Kern. Ich habe mal einen exzellenten Vortrag gehört, der sagte, Steuern durch Steuern. Das heißt, Sie können eine ganze Gesellschaft über Steuerregelungen oder nicht vollzogene Steuern oder Steuervermeidung steuern. Und das ist das wichtigste Ministerium in jedem Staat, ist das Finanzministerium. Darüber machen Sie die Politik. Und das sehen Sie jetzt hier, was alles abläuft. Und wenn das dann nicht so gut läuft, nicht auf der nationalstaatlichen Ebene, wie sich die verkommenen Eliten das vorstellen, dann machen die das über die EU. Dann machen die das über Brüssel. Nicht? Und dann waschen sie sich die Hände in Unschuld und sagen, ja, das kommt ja von Brüssel. Dafür haben sie selber Brüssel erstmal die Macht gegeben, diesen Bürokraten. Und die schlimmste Herrschaft, anonyme Herrschaft, die schlimmste Herrschaft ist die anonyme Bürokratenherrschaft, weil sie nämlich eine totalitäre Herrschaft ist. Und das hat Hannah Arendt gesagt in ihrem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und so sehe ich das auch. Und ist es auch nicht ein Problem geworden, dass die Bevölkerung von unten aus irgendwie schon bereit ist, so sich unterdrücken zu lassen zum Teil? Und ich sehe diese Atomisierung der Gesellschaft und Genderisierung, die Politik. Es gibt eine sehr starke Werbungskampagne, zum Beispiel EU Next Generation. Und dort wird gezeigt, dass sich alle Junge impfen lassen sollen, dass sie auch so Genderpolitik. Ja, sicherlich. Am besten weiß man gar nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist oder man soll irgendwo divers sein. Ich weiß gar nicht, wo die dann ihre Geschlechtsteile alle herumtragen. Ich habe keine Ahnung. Also das gehört ja zu einer systematisierten, tiefgründigen psychologischen Operation der Massenverblödung einer gesamten jungen Bevölkerung. Das gehört ja dazu. Die wissen doch ganz genau, mit einer kritischen Öffentlichkeit, mit einer denkfähigen jungen Generation, die dann sehr bald irgendwann ja auch einmal ins mittlere oder höhere Alter übergeht. Ich habe ja von der Schnelllebigkeit des Lebens ganz kurz gesprochen vorhin.
Die bereiten die jetzt vor als, als Sub- und Sub- und Subakteure ihrer perversen New World Order. Nicht? Und es ist ja auch kein Zufall, dass sie die Kinder mit der Maske rumlaufen lassen. Das ist das neue Parteiabzeichen. Nicht? Man gehört dazu, wenn man die Maske im Gesicht hat oder wenn man besonders gegendert ist oder sich jetzt unglaublich aufregt, weil jetzt der Menstruationseimer nicht auf der Herrentoilette steht oder so. Also alles solche Bullshit-Themen im Grunde genommen, mit denen die junge Generation letztendlich gefangen gehalten wird und abgehalten wird, sich über die wahren fundamentalen Fragen auseinanderzusetzen. Denn eines, darüber müssen Sie sicher im Klaren sein, die Jungen, die jetzt noch mitmachen und die herrschende Klasse, denen ist das sowas von egal, ob die junge Generation nachher verrottet oder gar nichts mehr hat. Nämlich viele leben ja von denen entweder noch von den Eltern, die ja irgendwo auch arbeiten müssen und die Familie unterhalten müssen, oder wenn sie schon im Erwachsenenalter sind, von staatlichen Transferleistungen. Also muss man einfach mal überlegen, wie sind da die Abhängigkeitsstrukturen? Aber Sie haben auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt eben hingewiesen, nämlich wie behandeln die junge Generation? Die wird eingenordet. Die wird auf dieses neue System eingeschworen, eingenordet. Und wer da nicht mitmacht, ist draußen. So einfach ist das. Der wird auch ökonomisch keine Zukunft haben. Der soll gar keine Zukunft mehr haben. Wer nicht mitmacht, soll sich aufhängen. Das ist eigentlich die Subbotschaft der Herrschenden. Und das Problem ist, dass wer mitmacht, dann ersetzt dich auch für Zerstörung, Zersetzung der Familie. Und, ja klar, ja, natürlich. Der zerstört eigentlich sein gesamtes soziales Umfeld mit und zerstört eigentlich letztendlich sich selbst. Und da greift dann die Frage der Traumatisierung wieder ein. Das heißt, wenn Sie eine junge Generation, die ja, wie gesagt, dann sehr schnell auch dann 30 oder 40 ist, das geht ja ratzfatz, dann haben Sie diese traumatisierten Figuren und die brauchen die für ihre politische Herrschaft oder ökonomische Herrschaft. Ja. Das ist, im Grunde genommen eine neue Art der Versklavung, der geistig-emotionalen Versklavung der jungen Generation. Können wir auch von Neufeudalismus sprechen? Sehe ich so, ja. Weil im Grunde genommen ist die Demokratie ja abgeschafft. Und Sie sehen ja, wie sich die herrschenden Cliquen aufführen, wie die sich benehmen, wie so gottgleiche Pharaonen. Ja, wer sich selbst so sieht, der sieht ja die anderen alle nur als Zuträger und Hilfskräfte oder Sklaven für ihre ökonomische und politische Macht. Und genau so ist das. Gucken Sie sich doch diesen Idioten, diesen Wahnsinnigen an, da diesen Klaus Schwab und dieses gesamte Umfeld vom World Economic Forum. Das sind Transhumanisten, die haben mit Humanismus überhaupt nichts am Hut. Ja. Und dieses World Economic Forum, das Klaus Schwab seit über 50 Jahren führt, ist ja ein Sammelbecken von Machtkonfigurationen, ökonomischen und politischen, militärischen, ebenso wie die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, gestern, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ja, bitte. Volodymyr Zelensky vor dem World Economic Forum gesprochen etwas. Und ich neige dazu zu denken, dass das alles irgendwie im Voraus verabredet ist manchmal. Ich meine, alles ist verabredet. Die lassen doch, hören Sie mal, die überlassen doch nichts dem Zufall. Das wird alles trainiert. Und das wird dann alles, wenn die Agenda aufgesetzt ist, wird das über die Propagandamedien, wird dann in die breite Bevölkerung kolportiert. Wir haben doch keine unabhängigen Medien mehr. Die haben wir zum Teil im Internet, nicht? Und die verfolgt man jetzt auch. Und die Zensur setzt sich immer weiter durch. Der Hannes Hofbauer hat soeben ein sehr gutes Buch geschrieben, Zensur.
Und ich bin da jetzt in der Mitte des Buches angekommen. Hervorragendes Buch, auch ausgezeichnet geschrieben. Kann ich nur sagen, dieses Buch ist sehr erhellend, weil man sieht, wie eigentlich die Mächtigen über die Jahrhunderte immer dann, wenn ihre Herrschaft in Frage gestellt war, zur Zensur griffen und die politische Polizei installierten oder die politische Justiz installierten. Das geht ja bis zur Inquisition zurück oder noch weiter zurück. Und die neue Inquisition wird heute gemacht. Da schneidet man den Leuten nicht mehr den Kopf ab, sondern man macht sie mundtot. Ja. Oder man verbrennt sie nicht auf dem Scheiterhaufen, ist unappetitlich, ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Man macht das anders, man macht das viel intelligenter. Ne? Ja. Sehr viel intelligenter. Man verbrennt das selbstständige Denken. Man verbrennt eigentlich die innere menschliche Substanz oder das Humane. Auch die geistige Kraft, ja. Die geistige Kraft wird verbrannt auf dem Scheiterhaufen der Macht, ja. So sehe ich das. Ja, und deswegen sind wir auf dem Weg zu Transhumanismus. Sie wollen das durchsetzen, so auf diese Weise. Na ja, klar. Sie sollen ja irgendwann kriegst du eine Schublade in dein Gehirn eingebaut und dann kriegst du den Chip da reingeschoben. Und dann, das ist aber Versklavung, nicht? Da muss man sich drüber im Klaren sein. Aber lassen Sie mich noch vielleicht ein paar Worte eben zu diesem Demokratieabbau sagen. Mit welcher Perfidie und Verkommenheit die hingegangen sind, im Grunde genommen im Weltmaßstab jetzt ihr faschistoides Zentralregime einzurichten, ist ja auch super spannend, wie sie das machen. Und wie sie die Gesetzgebung und diese ganzen armseligen Mitläufer in den Parlamenten, wie sie die alle instrumentalisieren. Denkfähige Menschen scheinen ja in den Parlamenten nicht mehr zu sitzen, sondern nur noch irgendwelche speichelleckerischen Mitmacher, die irgendwie auf die eigene Versorgung aus sind. Ne? Mhm. Mhm. Viele sind auch vollkommen nutzlose Figuren, die überhaupt gar nicht in der Lage wären, noch nicht mal einen Zeitungskiosk erfolgreich zu führen. Ja, aber solche Vögel, die findet man dann in den Parlamenten. Nicht, weil die Menschen die haben wollten, sondern weil die von oben installiert werden und so ausgesucht werden, dass sie schon auch genauso denken wie die Regierung. Ganz offensichtlich geschieht das jetzt in Bulgarien auch mit dem neuen Ministerpräsidenten. Und ich wollte nur Sie fragen, so ist das in China nicht viel fortgeschrittener, dieser Diktatur irgendwie? Wenn wir Videos von China aus sehen, das sieht viel, viel schlimmer. Und auch Haya Velasquez und andere Autoren in ihrem Buch beschreiben, dass es vermutlich alles von China aus kommen könnte. Nein, das kommt nicht von China aus. Ich sehe natürlich genauso wie Sie, dass China ein sehr, sehr schlechtes Vorbild ist und dass dort eben die Zusammenführung von Kapitalismus und kommunistischen, altkommunistischen Unterdrückungsstrukturen nach Stasi-Muster dort sehr viel ausgeprägter ist als hier. Aber viele von diesen Wahnsinnigen hier, der Transhumanisten, wollen ja dahin. Die wollen ja so eine Art Verschmelzung und Verknüpfung eines neuen Hyperkapitalismus mit bürokratischen tiefen Unterdrückungsstrukturen. Und genau das ist das doch. Das Scannen von Menschen, das Überwachungsregime, die Überwachung in Zukunft an den Grenzen oder jetzt bereits schon auf den Autobahnen, überall sind diese Kameras und in den Städten wird immer mehr von diesem Zeug installiert und so weiter. Das heißt also, der politische Wille orientiert sich auch und benutzt die technologische Grundlage und die technologischen Möglichkeiten und Machtmöglichkeiten und wird sie weiter für sich einsetzen, soweit sie können. Ist doch ganz klar. Ja. Und so auch eine persönliche Frage würde ich Ihnen stellen. So, wie halten Sie das aus, sich so viel irgendwie damit die ganze Zeit auseinanderzusetzen? Weil so, das ist auch belästigend manchmal.
Ja, das ist belästigend, aber irgendwo bin ich da dann auch schizophren. Das heißt, ich spalte das auch ab in mir. Das heißt, die Beschäftigung mit dem, ganz einfach, weil mich das interessiert. Ich finde das ja auch hochspannend. Das ist ja wie ein nicht geschriebener Superkriminalroman, wo sie versuchen, die vielfältigen Aspekte und Spuren zusammenzufügen. Ob das jemals gelingt, ist noch eine ganz andere Frage. Aber das große Mosaikbild ist doch im Grunde genommen klar. Da fehlen noch die scharfen Konturen, um vieles selber noch besser zu begreifen. Aber das große Bild hat sich doch längst geformt, wo die hinwollen. Nicht? Aber das ist eine spannende Frage, wie halte ich das aus? Ja, ich habe auch viele andere Interessen, die ich auch zeitlich bediene, und da halte ich das dann ganz gut aus. Und ich mache auch zwischendrin längere Pausen. Ja. Wir waren jetzt in Südfrankreich, ich habe mich einmal ins Handy geguckt und ich habe mich einmal ins Internet geguckt. Kann ich ganz gut. Ich muss das nicht haben. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich ja auch hinter den eigenen Erkenntnisstand nicht mehr zurückfallen und will das ja auch gar nicht. Gleichwohl stellt sich natürlich die Frage, welche Einwirkmöglichkeiten hat man überhaupt als Individuum oder auch als Kleingruppe, um diesem ganzen Irrsinn noch standzuhalten? Ja. Das ist die große Frage. Und da bin ich ziemlich skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieses Regime da freiwillig abtreten würde. Das können Sie doch vergessen. Die machen weiter bis zum Point of No Return. Ja. Und wann der ist, das wissen wir nicht. Und diejenigen, die vom Finanzkapitalismus mehr verstehen als ich, die sagen, ja gut, das wird sich irgendwann erklären, weil dieses ganze Schuldenregime kollabieren wird. Mhm. Also die sogenannten herrschenden Eliten, die haben ja selber so viele Probleme in die Welt gesetzt und machen das ja täglich neu. Wir sollen ja auch täglich über neue Stöckchen springen, mache ich aber nicht. Ob die Maske jetzt gerade sitzt oder ob du jetzt ein Affenpockenvirus, ob du an den Schwachsinn glaubst und so weiter. Ich glaube gar nichts von diesem Blödsinn. Und dann müssen wir mal sehen, ob dieses kaputte, korrupte, schmutzige Regime sich nicht irgendwann selbst aufhängt. Wenn wir uns aber einem solchen großen Zusammensturz annähern, so entsteht ja. Das nicht eine, dann nicht eine Hoffnung, dass das danach irgendwie eine neue Gesellschaft aufgebaut werden kann, wenn das alles. Die müssen wir aber vorbereiten, denn diejenigen, die jetzt uns in diese Katastrophe geritten haben. Das ist ja, und ich sage ja auch in dem Buch irgendwo, das ist ein nicht erklärter Krieg gegen die Zivilgesellschaften. Die führen Krieg nach innen mit Corona und weiterem Wahnsinn und Hygieneterror und Ausnahmezustand und Verfassungsputsch und Verfassungsbruch. Und sie führen natürlich ihre alten Kriege oder Stellvertreterkriege draußen in der Welt weiter. Die produzieren ja jeden Tag neue Probleme und reißen Riesenlöcher auf, die sie dann irgendwie wieder selber versuchen zu stopfen, was natürlich gar nicht geht. Und irgendwann sind die Problemlagen dermaßen gigantisch, und da stehen wir, glaube ich, heute. Und ja, wenn dieses Regime kollabiert, ich hatte ja gesagt, das sind bestimmte Voraussetzungen. Der Widerstand in der Bevölkerung, wenn der zunehme oder zunimmt, dann können die Herrschenden sich mal überlegen, wie sie damit eigentlich umgehen wollen. Man kann mit weiterer Repression antworten. Man kann auch vielleicht mit Massakern drohen. Alles ist, ich traue denen ja auch alles zu. Aber so weit gehen sie zumindest in den westlich-europäischen Staaten noch nicht. Denn dann ist die Büchse der Pandora vollkommen geöffnet und dann geht's in den bewaffneten Widerstand. Vielleicht setzen die auch darauf, dass jetzt einige kopflos werden und anfangen, so eine
RAF, Rote Armee-Fraktion in Deutschland neu aufzubauen, um dann die faschistische Sau richtig raushängen lassen zu können? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich kann diejenigen, die da so etwas planen, nur warnen, denn das geht, glaube ich, nicht gut vor dem Hintergrund der Kräfteverhältnisse. Und in Deutschland gibt es keine Tradition der Resistance, das muss man auch ganz klar sehen. Das ist auch immer eine ganz wichtige Frage. Welche Tradition, auf welche Tradition können Widerstandsbewegungen setzen? Da ist nichts. Ich sehe da nichts in Deutschland. Als Beispiel. Also wir können jetzt mal sagen, wir setzen uns jetzt still in den Sessel und warten auf den Zusammenbruch dieses Systems. Wie lange wollen wir denn da warten? Hoffnung, ja. Das etwas ja, wie lange wollen wir denn da warten? Also die Hoffnung kann eigentlich nur aus meiner Sicht aktuell daraus resultieren, dass die Menschen aufhören, feige zu sein, dass sie mal auch bereit sind, in die tiefen, schmutzigen Löcher auszuleuchten, die unsere Realität bestimmen und vor allen Dingen kein Fernsehen mehr gucken und die herrschenden Medien nicht konsumieren und da einfach mal Pause machen und sich hinsetzen und schlaue Bücher kaufen und sich dann zusammenschließen, diskutieren und so weiter, eine neue Diskurs- und Diskussionskultur zu entwickeln. Die ist uns ja nun auch zerstört worden über Kontaktverbote und Auftrittsverbote und Versammlungsverbote, das hat ja alles, es ist im Grunde genommen sind das ja alles vorfaschistische Strukturen, die wir hier haben. Die muss man nicht faschistisch nennen, die kann man auch, weil dieser Faschismusbegriff ist ja auch an bestimmte historische Ereignisse gebunden. Man kann auch sagen, neues totalitäres Regime. Ja. Neuer Autoritarismus, neuer Totalitarismus, begnügen wir uns doch einfach damit. Reicht doch. Und damit wir dieses System besser verstehen, können wir auch gute Bücher lesen und Diskussionskultur schaffen. Und genau. Deswegen empfehle ich auch Ihr Buch, das Sie herausgegeben haben mit allen so wichtigen Autoren, die Sie eingeladen haben. Und ich bedanke mich auch herzlich für dieses Gespräch. Wenn die Zuschauer auch andere Fragen haben, können Sie diesen stellen. Wahrscheinlich können wir mal irgendwann noch ein Interview machen. Gerne. Und vor allen Dingen bedanke ich mich und sicherlich auch der Promedia Verlag für ihr großartiges Engagement. Und Sie sind, wie alt sind Sie? So, jetzt 28, fast 29. Ja, Sie sind doch einer der Hoffnungsträger einer vernünftigen, auch an aufklärerischen Gedanken orientierten jungen Generation. Ich beglückwünsche Sie dazu. Ich finde das großartig, die Arbeit, die Sie machen. Und ich hoffe, dass Sie viele Freunde und Freundinnen haben, die ähnlich denken wie Sie. Denn Sie sind diejenigen, die das Land oder in Bulgarien oder aber auch in anderen Ländern, die junge Generation irgendwann ja übernehmen wird. Und wenn Sie dann eben keinen kaputten und von Transhumanisten verstrahlten Kopf haben und einen klaren Kopf haben, dann hat die Gesellschaft oder dann haben die Länder wieder eine Chance und eine Möglichkeit. Also von Ihnen hängt das maßgeblich ab. Wir können als Ältere ein bisschen Starthilfe leisten und dafür schreiben wir ja auch die Bücher und machen sonstige Arbeit. Aber wir müssen zusammenkommen und das Ziel der Herrschenden ist ja auch, die junge Generation von der Alten zu spalten und so weiter, zu spalten und zu spalten und zu spalten, damit keine neue politische Kraft im Sinne eines demokratischen Gemeinwesens entsteht. Aber da spucken wir denen gewaltig in die Suppe und das machen wir in Zukunft natürlich weiter. Ne? Also herzlichen Glückwunsch an Sie, an Ihr Team und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen auch so einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.